Wir haben einen Giftpilz gefunden. Den werden wir genau bestimmen. Aber essbar ist er auf jeden Fall nicht. Das sieht irgendwie gruselig aus. Also das, die Begebenheiten sind hier so: Sandboden, große Kiefern, überall. Und ich glaube, sowas sollte man nicht essen. Soweit ich informiert bin, gibt es da einen essbaren Doppelgänger, der auch zur selben Zeit wächst. Muss ich zu Hause mal nachschauen in meinem Buch. Aber ich glaube, mit diesem Pilz ist nicht gut Kirschen essen oder Pilz essen oder beides. Wie gut sich die Frühjahrslorchel hier im Kiefernwald tarnt, kann man hier ganz gut erkennen. Erschwerend kommt hinzu, dass hier lauter Buchen noch stehen und das braune Buchenlaub vom letzten Jahr sorgt natürlich dafür, dass die Frühjahrslorchel bestens getarnt ist. Die Frühjahrslorchel steht hier. So gut ist die hier getarnt. Liebe Pilzfreunde, ich möchte euch am Ende dieses Videos mit einem Buch vertraut machen. Es ist dieses Buch über Giftpilze von Bresenski und Wesel. Giftpilze, ein Handbuch für Apotheker, Ärzte und Biologen. Das ist ein wissenschaftliches Buch. Und sehr umfangreich beschrieben, unter anderem auch ein sehr umfangreiches Kapitel über die Frühjahrslorchel. Früher galt der Pilz als essbar und heute ist er als tödlich giftig eingestuft. Wie kommt sowas? Ich möchte es mal ganz einfach beschreiben, für jeden nachvollziehbar. In der Frühjahrslorchel befindet sich ein Giftstoff mit der Bezeichnung Gyrometrin. Gyrometrin ist temperaturempfindlich. Das heißt, je wärmer es wird, umso mehr verwandelt sich Gyrometrin in einen anderen Stoff, der leicht flüchtig ist. Die Rede ist von Methylhydrazin. Methylhydrazin ist leicht flüchtig und verdampft. Und man muss natürlich also unbedingt, wenn man die Frühjahrslorchel essen möchte, die Frühjahrslorchel, das Gericht, wo die Frühjahrslorchel drin ist, erhitzen, damit der Giftstoff sich umwandelt und aus dem Essen entweicht. Warum gab es aber trotzdem Todesfälle? Keiner der Toten hat diesen Pilz roh gegessen, sondern gekocht. Das ist ganz einfach. Wer sich in der Nähe des Kochtopfes oder der Pfanne aufhält, wenn das Gericht erwärmt wird, atmet die Dämpfe ein. Und sie enthalten Methylhydrazin und das ist auch tödlich giftig. Methylhydrazin entweicht aus dem Essen und somit ist das Essen selber nicht mehr giftig. Also kann genossen werden. Atmet man aber die Dämpfe ein, steht der
vor der Pfanne. Dann wird es natürlich eine andere Geschichte, dann wird es schwierig. Denn Methylhydrazin ist ein starkes Gift, es ist zudem auch noch krebserzeugend. Und das ist dann der Grund, warum Leute, die ihr Essen erwärmt haben und gründlich erwärmt haben und es trotzdem gegessen haben, sind daran gestorben. Sie haben sich an dem Dampf vergiftet. Ja, das alles steht zum Beispiel auch in diesem Buch drin. Dieses Buch kann ich wärmstens jedem empfehlen, der sich mit Pilzen beschäftigt. Und es ist ein wissenschaftliches Buch. Es geht auf die Vergiftungssymptome ein, es geht auf die Pilze ein, es geht auf die mikroskopischen Merkmale der Pilze ein, es geht unter anderem auch auf die Analytik ein, wie man Gyrometrien nachweisen kann. Also sehr umfangreich. Es geht auch um die Therapie, für den Fall, dass man sich vergiftet hat und wie man wieder gesund wird. Es ist also ein allumfassendes Buch zum Thema Giftpilze. Wärmstens zu empfehlen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich wünsche euch beim Pilzesammeln alles Gute.